Die Sendung MEF Kompakt wird Ihnen präsentiert von der Erznet AG Marienberg, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur Erznet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Der erste Advent naht und die Weihnachtsmärkte werden bald wieder geöffnet sein. Ja, was darf eigentlich auf einem Weihnachtsmarkt nicht fehlen? Richtig, die Pyramide. Und die muss natürlich nach einer langen Sommerpause erstmal wieder in Gang gesetzt werden. Deshalb gibt es vielerorts in Marienberg und Umgebung das traditionelle Pyramidenanschieben. Am Freitag, dem 29. November, geht's los. 18 Uhr das Pyramidenanschieben in Zöblitz. 18.30 Uhr dann der Wichtelumzug. Ebenfalls 18.30 Uhr am Freitag das Pyramidenanschieben in Rübenau. Am Samstag, dem 30. November, wird 14 Uhr jeweils in Lauterbach und Reizenhain die Pyramide in Gang gesetzt. 18 Uhr dann Pyramiden anschieben in Gebirge und Schwibbogen einschalten in Satzung. Am Sonntag, dem 1. Dezember um 14 Uhr das Schwibbogen einschalten im Dorfgemeinschaftshaus in Lauter. Ebenfalls 14 Uhr wird in Kühnheide die Pyramide angeschoben und 14.30 Uhr dann in Niederlauterstein. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Oder Sie bevorzugen die bergmännische Weihnacht. Dann können Sie an der traditionellen Mettenschicht teilnehmen. Das ist die letzte Schicht der Bergleute vor Heiligabend. Diese Mettenschicht findet am 29. November um 19 Uhr auf dem Pferdegöbel am Rudolfschacht in Lauter statt. Wie bereits schon erwähnt, die Weihnachtsmärkte öffnen und wir legen unser Augenmerk mal auf den Marienberger Weihnachtsmarkt. Der öffnet seine Pforten vom 30. November bis 22. Dezember mit 40 Verkaufsständen, Geschichten von der Märchentante, Besuch des Weihnachtsmanns und natürlich einem bunten Kulturprogramm und nicht zu vergessen der großen Bergparade am 3. Advent. Alle Informationen und das komplette Programm in der Adventszeit finden Sie auf der Homepage der Bergstadt Marienberg. Am 30. November um 14 Uhr wird auch in Olbernhau der Weihnachtsmarkt eröffnet. Mit dabei sind selbstverständlich die Organisatorin und der Bürgermeister sowie die Pfefferkuchenfrau, der Nussknacker, das Reiterlein und viele weitere lebendige Weihnachtsfiguren. Musikalisch umrahmt wird das ganze Programm vom Posaunenchor und dem Chor der Goetheschule. Liebe Zuschauer, für wen Olbernhau und Marienberg nicht unbedingt auf der Strecke liegt, der kann auch am 30. November von 14 bis 18 Uhr den Wolkensteiner Weihnachtsmarkt anlässlich des 35. Schwibbogenfestes besuchen. Schlemmen rund um die Pyramide herum, ja, oder auch den ein oder anderen Glühwein trinken und ein bisschen Adventsluft schnuppern. Auch ein Weihnachtsmann wird vor Ort sein und in der Stadtbibliothek können Sie nicht nur Bücher kaufen, nein, an diesem Tag können Sie auch Ihre eigenen Kerzen ziehen oder ein bisschen basteln. Und fast hätten wir einen vergessen. In der MZ-Stadt Zschopau wird auch die Pyramide angeschoben, nämlich am Samstag, dem 30. November von 16 bis 17 Uhr auf dem Neumarkt. Ja, eigentlich dürfte es jeder kennen und plötzlich ist schon wieder Weihnachten. Ja, man ist vollkommen überrascht. Was nun?
Genau diese Frage beantwortet der Kabarettist und Schauspieler Alexander Schäfer in seinem Programm Weihnachtsbowle. Ja, man braucht eigentlich nur ein wenig Stand-up-Comedy, ein bisschen Kabarett und ganz viel Weihnachten. Kräftig durchrühren, ja, und fertig ist das ultimative Weihnachtsprogramm. Und das können Sie sehen am Samstag, dem 30. November um 20.30 Uhr im Theater Variabel. Wahrscheinlich auch etwas weihnachtlich wird es am 3. Dezember von 14 bis 17.30 Uhr in der Balder Villa in Marienberg zugehen. Denn da heißt es wieder Tanztee mit Bernd und Dietmar. Der besondere Nachmittag in schwungvoller Gesellschaft. Denn zwischen Tanz, Kaffee und Kuchen sind schon so manche Freundschaften entstanden. Oder tauschen Sie sich über Erinnerungen aus alten Zeiten aus. Das Tanzvergnügen für unsere jung gebliebenen Senioren. Und wir kommen zum Sport, genauer zum Volleyball. Ja, nach der letzten Heimniederlage des TSV Zschopau gegen den MTV München stehen die Zschopauer jetzt auf dem 5. Tabellenplatz. Der nächste Heimspielgegner ist der VC Eltmann und der steht nur einen Tabellenplatz weiter vorn. Nur ein Pünktchen trennt die beiden. Das heißt, es steckt viel Spannung im nächsten Spiel. Und sie können und sollten dabei sein, nämlich zum Anfeuern. Und zwar am 30. November um 20 Uhr in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Zschopau, wenn es heißt TSV Zschopau gegen VC Eltmann. Es folgt das MEF Kompakt Horoskop. Wo hab ich es denn? Wo ist denn nur das mein... Das kommt davon, wenn man nicht aufräumt. Nostradamus, weißt du, wo mein Zauberbuch steckt? Nein! Ah, das Element des Skorpions ist das Wasser. Vielleicht sollten Sie sich endlich mal an Ihr Naturell halten und statt den täglichen Kasten Bier 2 bis 3 Liter Wasser trinken. Das tut dem Körper gut und erspart den Nachbarn lästige Trunkenheitsaktionen ihrerseits. Skorpione sind stark und unabhängig, wirken dadurch allerdings wie Eisklötze. Aber im Inneren brodelt es. So schrecken Sie diese Woche von nichts zurück. Ob nun eine gefälschte Todesanzeige oder ein kleiner Mord. Was soll's? Solange Sie mit Leidenschaft und Herzblut dabei sind, ist alles wunderbar. Ein kleiner Tipp. Halten Sie sich diese Woche etwas zurück. Die Polizei ist Ihnen auf den Fersen. Liebe Zuschauer, wir haben ja nun ein sehr weihnachtlich angehauchtes Programm. Überall geht es um Weihnachtsmärkte, den ein oder anderen Glühwein. Ja, jetzt schauen wir nur noch mal, was das Wetter dann so treibt. Kühle Temperaturen mit maximal 4 Grad und minus 3 Grad als Minimum. Dazu kommt leichter Regen bzw. Schneefall. Kurz gesagt, das klassische November-Mistwetter. So zeigt sich die erste Wochenhälfte. Im weiteren Wochenverlauf klart der Himmel auf und die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt. Dieser Tendenz folgen auch die Temperaturen. Mit bis zu minus 5 Grad minimal streckt der Winter schon mal seine Hand nach uns aus. Ein Trost bleibt, somit schmeckt der Glühwein auf den Weihnachtsmärkten gleich nochmal so gut. November-Mistwetter, ja, das ist das passende Stichwort. Somit könnten die Straßen blitzschnell ganz glatt werden. Und blitzschnell kommen wir auch zu unseren Blitzer-Informationen. Die sind relativ ungefährlich und diese können Sie ganz einfach auf www.mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112 abrufen. Das war's auch schon für diese Ausgabe von MEF Kompakt. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und wünschen Ihnen eine schöne Woche. Und denken Sie daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. MEF Kompakt wurde Ihnen präsentiert von der Erznet AG Marienberg, dem regionalen Telefon- und Internetanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer.
Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro. Dann lohnt ein Wechsel zur Erznet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.